Und da ist irgendwo. Oder ist das jetzt Radan? Nicht auch ein Punkt gewesen gerade? Nee. Okay. Hab ich geträumt. Hier haben wir eine kleine Stadt noch. Ach, Tessa. Das ist. Dieser Jahrmarkt, der Herr. Ja, okay, mal gucken. Hi! Wollt ihr was kaufen? Klar doch. Schaut euch mein Angebot an. Wir können. Kampfschild ist schon schlechter und auch der Helm ist schlechter. Okay, das ist sinnlos. Ihr werdet doch bestimmt auch Punkte sammeln. Punkte? Ja, hier gibt es in den Zelten Attraktionen, bei denen man Punkte sammeln kann. Und die kann man dann gegen tolle Gegenstände eintauschen. Klingt interessant. Aber ihr müsst erst im Zelt gleich beim Eingang eine Punktekarte kaufen. Danke für die Information. Gerne geschehen. Zelt beim Eingang. Leider gibt es ja ein paar Zelte beim Eingang. Das ist das typische Spiel Folge der Perle. Hallo, hier ist die Attraktionszelt Sucht die Perle. Ihr braucht aber eine Punktekarte. Okay, wo bekommen die beim Jahrmarkt vor Walter? Zentrum. Okay, dann reden wir erstmal alle Zelte. Reden auch mit den. Achso, wir holen uns gleich die Karte hier. Wie teuer mag das sein? Wir haben noch 1000 Füller ungefähr. 1200 vielleicht nach der Quest. Hallo, ihr seid bestimmt hier, um eine Punktekarte zu kaufen, oder? Was ist denn eine Punktekarte? Mit dieser Karte könnt ihr in allen Attraktionen dieses Jahrmarkts Punkte sammeln. Diese dann im Lager gegen nützliche Dinge eintauschen. Die Karte kostet noch 500 Füller. Na klar, hätten wir eine. Prima, dann gib mir bitte das Geld. Hier bitte. Danke, und hier ist die Karte. Soll ich was machen? Hallo. Ihr besucht hoffentlich fleißig unsere Attraktion? Natürlich. Das ist ja gut. Okay. Also, Omi. Wirklich ein schönes Fest. Nun ja. Wisst ihr, es erinnert mich an damals, ungefähr 50 Jahren. Ja, also damals. Warst du noch hübsch? Nein. Was erlauben Sie sich? Damals war Ihr Mann noch ein echter Kerl. Also, das muss ich mir nicht bieten lassen. Verschwinden Sie. Mann. Eieiei, der gute Asgard. So, was haben wir denn? Ach, was für eine wundervolle Atmosphäre hier. Ja, ist ziemlich schön hier. Das finde ich aber auch. So, muss ich aber weiter Punkte sammeln. Okay, gibt es hier abseits noch was? Also, diese Clowns sind diesmal besonders gut. Nun ja, mir gefallen sie nicht so. Banause. Hallo, stört mich bitte nicht. Ihr seht doch, dass ich mich konzentrieren muss. Entschuldige. So groß auch hier wieder. Ich habe schon wieder viel zu viel Geld ausgegeben. Tja, Geld wird mir hier schnell los. Ich habe unglücklicherweise schon wieder das ganze Haushaltsgeld ausgegeben. Wird mein Mann gar nicht glücklich sein. Sowas aber auch. So, was haben wir hier? Ey. Boah, was für ein schönes Fest. Was wird hier eigentlich gefeiert? Keine Ahnung. Ziemlich groß. Ja, eines der größten, die es je gegeben hat. Okay, das war jetzt auch ganz große Konversation. Ich lasse mal die Leute außerhalb abgehen, dann kann ich nämlich in Ruhe die Zelte betreten. Mir ist total langweilig, ich will nach Hause. Bist du aber ganz allein hier? Nein, aber Papa kümmert sich nicht um mich. So, wie gedankenlos manche Eltern sind. Hier gibt's Luftballons. Georgie, willst du fliegen? Vielleicht sowas. Gut, wen haben wir denn hier? Was mit der Dame vielleicht? Was mache ich denn als nächstes? Was hast du denn bisher gemacht? Bisher? Also, ich fand das Armdrücken gut, aber ich hatte keine Chance. Da könnte ich mich mal dran versuchen. Mach das, das Zelt ist gleich dort hinten. Hallo, stört mich nicht. Ah, okay, das Gleiche. Und hier? Oh Mann, wenn ich den Clown so sehe, bekomme ich schon wieder Hunger. Und wenn ich den Dicken hier sehe, bekomme ich Hunger. Wieso denn Hunger? Die Luftballons, die er da bearbeitet hat, erinnern mich so an dicke Würstchen. Na gut, wie viel Fantasie. Oh, Schmatz, Sapper. Git, komm, wir gehen. Ja. Hallo. Hallo, ich finde dieses Fest so schön. Ich finde es auch okay. Okay? Okay? Dieses Fest ist super.
Ja, schon gut. Ich muss dann mal wieder gehen. Hä? Was? Achso, das hat man schon. So, dann haben wir hier unten noch einen alten Herrn. Ach, wenn ich doch nur wieder jung wäre, dann würde ich hier alle Attraktionen mitmachen. Besonders der freie Fall interessiert mich. Aber das würde mein Herz nicht mitmachen, fürchte ich. Was ist denn der freie Fall? Da wird um einen herum die magische Illusion erschaffen. Man hat das Gefühl, man fällt einen hohen Berg hinab. Je länger man unbeschadet fällt, umso mehr Punkte bekommt man. Das klingt interessant. Sollt ihr unbedingt ausprobieren. Das Pärchen hier? Der Clown ist wirklich nicht schlecht. Naja, geht so. Huch, wo ist denn mein Sohn? Ich habe ihn nicht gesehen. Wenn ihr ihn seht, bringt ihn bitte zu mir. Natürlich. Dankeschön. Er ist 7 Jahre alt und hat braune Haare. Ja, dann wissen wir ja schon, wo er ist. Laufen. Lustigerweise auch alles schon, was wir haben. Hallo, stört mich bitte nicht. Genau, okay. Das heißt, wir haben jetzt alle Leute angesprochen. Ja, wahrscheinlich. Dann holen wir mal das Kind. Das ist da oben in der Ecke. So, ich habe mit deinem Papa gesprochen. Soll ich zu ihm bringen? Na schön, ich komme mit. Fein. Muss man nicht mal hier irgendwie so ein Leckerli, sage schon Leckerli, irgendeine Süßigkeit hin werfen dafür? So. Oh, vielen Dank. Komm her, du kleiner Racker. Papa, ich will Luftballon haben. Ja, ja, nachher. Boah, Clown, langweilig. Warum müssen Kinder immer so kompliziert sein? Aber vielen Dank nochmals. Keine Ursache. Kriegen wir dafür irgendwas? Ich liebe Clowns. Clowns, die schmecken so nach Schminke. Hm? Ach, mach dir keine Gedanken. Schau lieber die Clowns an. Oh, das ist so gut. Schmeckt nach Schminke. Stimmt aber. Probier doch selber. Nein, das machen wir nicht. Wir probieren jetzt nicht den Clown. Wir gehen nämlich mal die ganzen Zelte durch, was wir hier an Attraktionen haben. Ich weiß gerade, da gab es, glaube ich, auch irgendwas extrem Gutes zu kriegen. Sonnenschutzmann, unser zweiter schon. Noch einer und wir haben alle drei, die wir benötigen. So. Hallo, hier ist Attraktionszelt Schlachtfest. Ihr braucht aber eine Punktekarte. Hier haben wir eine. Wollt ihr dann die Attraktion nutzen? Kostet 50 Filler. Eine Erklärung erstmal? Natürlich. Ja, das Spiel ist im Grunde sehr einfach. Ich werde um euch ein kleines Gewitter schaffen, in dem ihr möglichst kurzzeit alle bösen Männer tötet. Je schneller ihr seid, umso mehr Punkte bekommt ihr. Na, würde ich sagen, das testen wir doch mal. Na, dann geht's los. Oh Gott. Boah. 1, 2. Slaughterfett. Ah, oh Gott. So, wo sind noch welche? Da ist noch einer. Oh Gott. Okay, die laufen von uns größtenteils weg, aber manchmal auch dummerweise in unsere Richtung. Also, führt sie dumm in unsere Richtung. Es gab irgend so ein RPG-Spiel auch, ein RPG-Maker, wo es unheimlich viele Attraktionen gab. Das war... Oh, wie hieß denn das Spiel? Das war so genial gemacht. Aber komme ich nicht mehr drauf. Okay. Ihr habt alle erledigt, dazu habt ihr 32 Sekunden gebraucht. 2 Punkte. Okay. Müssen wir sowieso mal lernen, wie viele Punkte wir benötigen für was auch immer. Verband. Müssen wir auch mitmachen, weißt du? Wir kommen rein zu irgendeiner Attraktion und nehmen erstmal den ganzen Laden aus. Aber hey. Rate die Zahl. Ihr braucht aber eine Punktekarte. Hier haben wir eine. 50 Filler, ja, das ist Standardpreis also hier. Erklärung? Natürlich. Also das Spiel ist im Grunde sehr einfach. Ich werde eine Zahl ausdenken und ihr habt 6 Versuche, diese Zahl erraten. Schafft ihr es innerhalb dieser 6 Versuche, bekommt ihr 2 Punkte. Zwischen 1 und 99. Ich sage euch bei den Versuchen immer, ob die Zahl größer... Okay. Sollte möglich sein. So, na dann gucken wir mal. Euer erster Versuch. Ja, dann machen wir halt eine 50. Größer. Also machen wir eine 75. Kleiner. Dann machen wir eine 63. Größer. Dann
Warte mal, 7 und 5 sind 12, 6, also eine 69 würde ich dann sagen. Darf ich Zahl erraten? Dafür bekommt ihr 2 Punkte. Okay, das ist einfach. Und 2 Potenzen her müsste das ja auch super klappen. Muss ich also merken, als sehr faires Spiel auch, um Punkte zu generieren. So, auch hier mal wieder. Wir machen jetzt einfach mal alle Spiele einmal mit. Dann sehen wir ja, wie viele Punkte wir für irgendwas benötigen. Markierring? Moment. Oh, rasend. 10 Int. Das ist aber gut für die Truhen, glaube ich. So, jetzt müssten wir. Ja, ich muss leider eine Blutflasche nehmen. So. Fallen rasend, während er mit allen redet. Hallo, hier ist Attraktionszelt. Freier Fall. So. Erklärung bitte. Natürlich. Ich verwende eine Illusion um euch herum. Ihr werdet glauben, ihr befindet euch im freien Fall, was in Wirklichkeit natürlich nicht stimmt. Auf jeden Fall scheint es, als wäret ihr. Ach Quatsch. Als wenn ihr einen Berg herunterfallt. Und während ihr fallt, kommen auch Steine entgegen. Jetzt müsst ihr ausweichen. Okay. Hier kommen verschiedene Stufen, Punkte. Okay. Wir machen erstmal die einfachste Variante, glaube ich. Klar, wir machen mit. Erstmal eins. Oh, ist ein bisschen träge beim Fallen, sehe ich gerade. Problem ist vor allem, wenn zwei Steine nebeneinander sind. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Also in dem muss es vielleicht noch, aber dann später dann nicht mehr. Diese Musik. Es dauert natürlich lang. 1,5 Minuten für wenige Punkte. Das Zahlraten mit wenigen Eingaben schneller. Aber epic. Vor allem, die wissen nicht mal, was ich das Fest hier feiern. Für was? Schon witzig. Einfach so dieses Festzelt mit allen Attraktionen in der Hoffnung, dass man damit irgendwie Geld verdienen kann. Und wir können damit irgendeine Währung verdienen, um damit irgendwie selbst den Gegenstand zu holen. Final Fantasy 7 hat ja auch dieses Riesending. Gerade diese Kampfarena dort, ey. Wie lange ich gekämpft habe und dort. Was war das gewesen? Eine Waffe oder einen Zauber zu kriegen? Auf jeden Fall ewig lang. Da musst du mal einmal aktiv werden, hätte ich fast gelassen. So, ihr bekommt einen Punkt. Na gut, das reicht uns erstmal zum Testen. So, was haben wir denn? Tolle Sackgasse. Hier haben wir noch zwei Zelda. Der Junge ist übrigens schon wieder dort oben. Kampfschild. Uiuiui. So. Todesstrecke. Ihr braucht eine Punktekarte. Okay, dann auch hier wieder. Was müssen wir denn machen dafür? Innerhalb dieser Illusion ganz einfach zum Ziel laufen. Okay. Also das Typische. Gegner ausweichen, stehen bleiben zum Springen, sonst zum Ziel kommen. Das machen wir mal. Ich weiß noch nicht, ob das 2D oder 3D ist. So richtig ist noch nicht klar. Ich verstehe auch, dass man nicht laufen soll beim Springen, weil es ist gerade für die Eingabeaufforderung ein bisschen schwierig. Es wird programmiert eigentlich immer mit einer Taste. Demnach ist ja schon klar, dass es so gemacht wurde. Okay, eine Stufe. So, was ist Springen? Okay, machen wir wirklich. Gott. Oh, springen. Gut. Die Musik. Sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Wie weit geht der Schädel? Nicht so weit. Oh,
das wäre knapp. Na doch, immerhin. Und das ist das Ziel. Sehr gut. 2 Punkte. Ja, da füllen wir doch zur Punktkarte schon ganz gut, würde ich sagen. So, was haben wir denn hier Schönes noch? Wir haben aber jedes bisher beim ersten Versuch hingekriegt. Mal gucken, ob es so bleibt. Das ist ja ein Spiel, was man mal rauskriegen muss, wie das geht. Gerade Final Fantasy 7 mit diesem... Oh, manchmal diese Steuerung auf PC, die portierte war einfach so schlecht. Und ich wusste, wie das geht und... Ja, hat es nicht sofort hingekriegt. So, reden. Feuerläufer, ihr braucht Punktekarte, haben wir alles. Wollen wir das? Komm, wir machen es einfach mal blind und wir gucken, was passiert. Ist das so das Schlachthaus? Ah, wir müssen die rein ins Feuer. Ah, okay. Alles klar. Wir haben so ein Knockback. Okay. Teilweise selber ins Feuer. Das ist schön. Ah, genau, perfekt. So. Ja, das war gerade gut. Ah, nee, das ist. Ja, gefällt mir sogar besser, wenn du hier runter gehst. Okay. 36, ein Punkt. Okay, Feuerläufer ist das also. Das, denke ich mal, das Zelt, um die Preise abzustauben. Dann gehen wir mal hier ins Zelt rein. Gibt es hier noch eines? Silberborn. Hol das Gold. Komm, wir spielen jetzt einfach blind. Das ist einfach nur blöd sonst. Stufe 1 erstmal. Ist das Pac-Man? Ja, ist Pac-Man. Ah, oh Gott. Kann der bitte rumrennen? Oh shit. Das sah sehr knapp aus. Nein! Oh Gott, jetzt haben sie mich. Ach komm, immer probieren. Na wohl, nee, ich glaube, ich will das mal andere probieren. Okay, da muss man ein bisschen aufpassen. Ein Pac-Man-Klon. Schön, das eine Mal müssen wir die aufschlitzen, das andere müssen wir die in die Lava knocken und beim nächsten Mal verfolgen sie uns. Oh, ist mal was, wo gar nichts drin ist, versteckt. Letzter. So, was haben wir denn hier für ein Spiel? Würfeln. Haben wir 50. Oh ja, ist richtig teuer. Mein erster Wurf. Einen. Sind die Würfel eigentlich richtig? Guck mal kurz. Eine 3 und ich sehe eine. Nee, ist nicht. Glaubt ihr, ich würfel eine höhere Augensumme, eine niedrigere Augensumme? Niedrigere. Eine 7. Richtig. Ein Spielpunkt. Ein zweiter Wurf. Eine 4. Nein, eine höhere ist wahrscheinlich. 8, okay. 2 Spielpunkte, mein dritter Wurf. Eine 4 und inzwischen eine höhere. Eine 8. Schau wieder von 4 zu 8. Mein vierter Wurf. Oh, eine 6. Auch da ist eine höhere eher wahrscheinlich. Ich weiß nicht, zählt eine gleiche als höhere? 12. Hui. Ein fünfter. Eine niedrigere. 6, okay. Sehr gut, ihr habt 5 Spielpunkte erreicht. Damit schreibe ich euch 3 Punkte auf die Punktekarte. Sehr schön. Hammer. Na gut, Zufallsspiel einfach. Auch bravourös gemeistert. Was haben wir hier noch für ein schönes kleines Zelt? Wie viel Geld haben wir eigentlich noch? 288. Also viel sollte nicht mehr kommen. Aber ich denke mal, wir müssen dann irgendein Spiel muss man dann farmen für die Spielpunkte, also die Punkte, die man hat. Der Karte. Schnapp den bösen Kerl. Okay. Dann, klar, worauf warten wir noch? Ah, okay, den erwischen und nicht die Dame. Alles klar. Nee. Oh Gott. Die sind aufeinander gewesen, glaube ich.
Das Interessante ist natürlich, dass es sieht nur so ein Mini. Aha. So schlecht. Sieht aus wie ein Minigame. Also, Quatsch. Es sieht aus wie so einfach reinprogrammiert, aber so Minigames sind teilweise deutlich anstrengender zu machen als größere andere Projekte. Gerade, dass die gut laufen und auch schnell und Spaß machen. Das ist schon relativ Respekt, dass man da so viele verschiedene noch drin hat. Vielleicht auch ideentechnisch mitgenommen aus anderen Spielen, ist ja kein Problem. Denkt nochmal an das Dunkelmond-Jahrmarkt in WoW. Nee. Da kommt. Ah, shit. 20, 2 Punkte. Okay. Nehme ich mit. So, dann haben wir hier noch ein Zelt, ich glaube, das letzte. Ach, das Armdrücken. Meine ich. Da machen wir ohne einfachsten mal. Okay, na dann los. Wir treten natürlich erstmal gegen Willow an. So, ich denke mal, jetzt müssen wir Ender hacken ohne Ende. Ach, es ging doch irgendwie die Bildschirme über die Linie, genau. Achtung, 3, 2, 1, los. So, ein bisschen los. Ja, okay. Dann geht's in die Gegenrichtung. Wir müssen über die Linie kommen. Okay, ich glaube, das war bei dem letzten relativ schwierig. Ich musste nämlich ganz schön hacken. Ich weiß nicht, ob das nur an dem Drücken der Endertaste lag oder ob der Stärkefaktor des Charakters noch reingezählt hat. Puh, schon wieder verloren. Gratulation. Ein Punkt. Okay, also 30 Flower können wir exakt gegen einen tauschen sozusagen. Ich glaube, hier haben wir noch ein Spiel übersehen. Genau. Das ist mit der Perle das. Haben wir hier alles mitgenommen? Ich glaube schon. Na komm, das letzte noch und dann gehen wir mal zur Punktekarte, um zu schauen, was es gibt. Wir machen Stufe 1. Okay, wo ist die Perle? Los geht's. 1, 2, 3. Rüber. Ich glaube, müsste hier sein. Gesundheit ist ein Hintergrund. Gratulation, ihr habt die Perle gefunden. Ihr bekommt einen Punkt. Na, perfekt. So, dann gehen wir mal mit... Steht da eigentlich was drauf, die Punktekarte? Ja. 15. Nee. Okay. Wir brauchen das Zelt ein bisschen weiter höher. Genau. Hallo, ich bin für die Warenausgabe zuständig. Wenn ihr eure auf dem Jahrmarkt gesammelten Punkte umtauschen wollt, dann könnt ihr das hier tun. Und zur Punktekarte. Oh, ihr habt 15 Punkte. Und das habe ich zum Tauschen. Okay. Schwachsinn, Schwachsinn, Schwachsinn. Vampirstein ist, glaube ich, ganz cool, weil da kann man irgendwie alles heilen damit. Aber interessant ist hier hinten das eher. Speicherstein 25. Vampirring ist sehr gut. Antiker Vampir. Oh, Antiker. Ah, ich glaube, die sind richtig gut. Ah, okay. Okay, also es ist echt so ein Spiel, da kannst du... Ah, 2 Punkte bei diesen Zahlen raten. 50 Füller für 2 Punkte. Der antike Vampirring sind... Was ist 300 oder 400? Also auf jeden Fall... Oh je, je. Das wird teuer. Gut, damit haben wir den Jahrmarkt und können dann zur nächsten Stadt fliegen, die im Nordwesten ist.